Moin Moin, heute ist mal wieder Zeit für ein kleines Rolf erklärt Video. Ich bin heute hier im Keller des Ersatzteillagers der VH in Bergedorf. Hier seht ihr Sitzpolster, Blechteile, Gummiteile, alles wird hier gelagert. Und warum wir heute hier sind, das erzähle ich euch gleich. Erstmal wollte ich euch erzählen, dass die VH über 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Davon sind 47 Auszubildende. Die VH bildet in mehreren Berufen aus. Da ist zum Beispiel der Fachinformatiker. Wir haben Kaufleute für Verkehrsservice, die wir ausbilden. Wir haben den Beruf des Busfahrers. Der ist ja seit 10 Jahren ein klassischer Lehrberuf, nämlich die Fachkraft im Fahrbetrieb bilden wir hier auch aus. Wir werden 2018 einen Fahrzeuglackierer hier einstellen, der hier dann lernen wird. Und wir haben natürlich den Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik. Dieser Zusatz System- und Hochvolttechnik ist relativ neu, bilden wir jetzt seit kurzem aus. Im Grunde ist das der Kfz-Mechatroniker, wie er im Grunde seit Jahren schon ausgebildet wird, allerdings mit dem Schwerpunkt für die E-Busse, denn die stehen bei uns ja vor der Tür. Ich habe da eine ganz besondere Beziehung zu diesem Beruf. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich ihn 1985 hier gelernt habe. Also als ich im August 85 bei der VH angefangen habe, stand ich erstmal einige Wochen an der Feilbank und habe den Grundlehrgang Metall absolviert. Das heißt, wir haben gefeilt, wir haben gesägt, gebohrt und das brauchten wir auch. Denn wenn ein Bus repariert werden musste, dann hing da auch immer so ein bisschen Metallbearbeitung dran. Ich habe euch hier mal so ein kleines Beispiel vorbereitet, nämlich der Klassiker, der Bus. Wir stellen uns vor, wir sind im Jahr 1985, kleine Zeitmaschine, und der Bus nimmt kein Gas an. Was machen wir? Wir gucken und es ist das Gasgestänge kaputt. Das Gasgestänge war ein 6 mm Rundstahl, der von vorne, vom Gaspedal bis hinten zur Einspritzpumpe ging. Ein paar Mal unterbrochen durch ein paar Gelenke, aber eigentlich eine relativ simple Konstruktion und er sah dann ungefähr so aus. So, wir haben ihn dann, wenn der kaputt war und erneuert werden musste, auf Länge zugeschnitten. Am Ende kam dann noch ein Gewinde rauf. Und dann haben wir die Stange wieder eingebaut. Das war im Grunde die Reparatur 1985. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Da ist so ein elektronisches Steuergerät und da läuft alles zusammen. Also das ist nicht nur wie so ein Gasgestänge, sondern das ist schon ein bisschen komplexer. Da laufen ganz viele Funktionen der Motorsteuerung zusammen. Dementsprechend ist das auch so, wenn die Kollegen heute den Mechatronikerberuf erlernen, dann müssen sie nicht mehr feilen und sägen in der erster Linie, sondern sie müssen natürlich auch Fehler finden. Das heißt, Analyse ist wichtig. Sie haben elektronische Prüfgeräte, mit denen sie wiederum diese Aggregate testen und checken können und gegebenenfalls auch neu programmieren können. Ihr seht, das hat sich ganz schön gewandelt. Es wird sich in den nächsten Jahren noch stärker wandeln, denn wenn die Elektrobusse kommen, könnt ihr euch vorstellen, die haben technisch ganz andere Konzepte und da müssen wir uns drauf einstellen. Dementsprechend haben wir halt beim Kfz-Mechatroniker jetzt auch diesen Zusatz, nämlich System- und Hochvolttechnik. Als ich gelernt habe, da hieß der Beruf noch Kfz-Schlosser, die ursprüngliche Bezeichnung. Aber so ist das, die Zeit geht immer weiter und mit Rundstahl, 6 mm Rundstahl, da werde ich heute nichts mehr. So ist das manchmal.